Das Warten hat ein Ende. Final Fantasy XVI erscheint nächste Woche am 22.06. weltweit auf der PS5. Um uns das Warten aber leichter zu machen, hat Square Enix uns ein frühes Launch-Geschenk gemacht. Wie es bei Square Enix ganz oft der Fall ist, wurde gestern auch für Final Fantasy XVI eine Demo veröffentlicht. Eine Demo allein ist ja schon mega stark, um das Spiel kennenzulernen, aber wir bekommen ja nicht nur eine Demo. Wir können in dieser Demo den vollen Prolog spielen, der eine Länge von mehr als 2 Stunden hat. Und ich habe gestern die Demo im Stream gespielt und Mann, oh Mann, ist die Demo gut. Ich empfehle wirklich jedem, diese zu spielen und sich selber ein Bild vom neuesten Final Fantasy zu machen. Und das Beste daran ist, wenn euch das Spiel gefällt und ihr es dann kauft, müsst ihr den Prolog nicht nochmal spielen. Ihr bekommt mit Abschließen des Prologs nämlich eine Möglichkeit, das Ganze zu speichern und dann bei Release genau dort weiterzumachen, wo ihr aufgehört habt. Habt ihr den Prolog abgeschlossen, dann schaltet ihr außerdem noch einen weiteren Teil der Demo frei, indem ihr den Hauptcharakter zu einem späteren Zeitpunkt im Spiel spielen könnt, um einfach das Kampfsystem mit noch mehr Fähigkeiten zu testen, also so ein bisschen das Late Game hier anzuspielen. Um die Demo spielen zu können, braucht ihr auch kein PlayStation Plus und soweit mir bekannt ist auch kein Online-Zwang. Einfach runterladen und genießen. Habt ihr die Demo schon gespielt oder werdet ihr euch sie noch runterladen? Lasst mir doch gerne hier einen Kommentar dazu da, auch wie euch das Spiel denn gefällt, wenn ihr die Demo gespielt habt. Würde mich sehr interessieren, wie ihr darüber denkt. Und das war es eigentlich auch schon zu diesem kleinen Infovideo für Final Fantasy XVI. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich sehr über einen Like von euch freuen. Und sonst, ja, was bleibt noch zu sagen, außer bis zum nächsten Mal, euer Elias. Ciao.